Hallo Premananda, ich möchte dich gern interviewen zu dem Projekt Facetten des Erwachens. Hello Premananda, I would like to make an interview with you about this project Blueprints for Awakening. Das ist also ein Filmprojekt, wo verschiedene Meister und Lehrer zu Wort kommen. So this is a film project where different masters and teachers have a place to speak. Mir geht's mehr um die inhaltlichen Sachen, um den Inhalt. So I would like to talk about the content. Darum möchte ich dir jetzt die 12 Fragen stellen. So I would like to ask you these 12 questions now. Oh, you want to ask me these 12 questions? Yeah. Und sehen, was du sagst aus dir heraus. I'm not so open to do that actually. I'm sorry. Premananda, du bist seit Jahren mit diesem Projekt beschäftigt. So Premananda, you have been deeply into this project for many years. Was bedeutet es für dich und was ist daraus für dich entstanden? What does this project mean to you and what happened out of it for you? Yeah, I think it's a very interesting moment, you see, because if you would, for example, want to ask me these 12 questions. Also, das ist ein sehr interessanter Moment, denn wenn zum Beispiel du mich jetzt diese 12 Fragen fragen würdest. Then my first impulse is to say no. Dann wäre mein erster Impuls zu sagen nein. Not because I couldn't answer the questions. Nicht weil ich diese Fragen nicht beantworten könnte. Because in fact somebody has already asked me these 12 questions. Denn das ist schon mal geschehen. Jemand hat mir genau diese 12 Fragen gestellt. And the whole interview is put up already on YouTube since about a year. Und dieses Interview steht schon auf YouTube seit ungefähr einem Jahr. But if you ask me to do it again in this moment now. Aber wenn du mich jetzt in diesem Moment fragst, ob ich dieses Interview noch mal führen kann. It touches something quite interesting inside me. Dann wird in mir was recht Interessantes berührt. For example, I've never called myself a teacher. Zum Beispiel habe ich mich selber nie ein Lehrer genannt. I might consider myself a master because sometimes I think I'm quite masterful. Ich könnte mich vielleicht ein Meister nennen, denn manchmal empfinde ich mich als recht meisterlich. But this is not in what I'm saying. Aber das liegt nicht in dem, was ich sage. I believe that maybe I'm masterful in the way I communicate, the way I see people, the way I can open people up. In this way I would call myself masterful. Ich fühle mich eher meisterlich in dem Sinne, dass ich mit Menschen sprechen kann, dass ich empfinden kann, wo sie stehen und dass ich etwas in ihnen öffnen kann. But everything that I'm speaking, aber alles was ich sage, has never felt personal to me. Hat sich für mich nie persönlich angefühlt. So on all my posters since I started offering Satsang. Also schon seitdem ich Satsang anbiete, ist auf meinen Postern immer, I've always said that I'm a messenger for Papaji, who was a disciple of Ramana Maharshi. Ist auf meinen Postern immer zu lesen, dass ich ein Botschafter von Papaji bin, der seinerseits ein Schüler von Ramana war. I mean, for most people, this is all maybe rather academic. Das fühlt sich für viele Leute vielleicht sehr akademisch an. Because I look like Premananda, and so anything coming out of my mouth would apparently be coming from Premananda. Denn ich sehe aus wie Premananda und alles, was in meinen Mund kommt, das muss doch ganz offensichtlich von Premananda stammen. But the way I can feel it inside, or the way I sense it inside, aber für mich fühlt sich das innerlich so an, is that what could be personal, what could be from Premananda, actually nothing. Was könnte denn da persönlich sein? Was könnte denn da von Premananda kommen? Nichts. So 35 years ago I was a complete idiot. Also vor 35 Jahren war ich ein völliger Idiot. Well, the society would have considered me not an idiot because I was an architect, I had a nice job and so I wasn't by society's idea I was probably considered quite a good middle class architect. Ja, von der Gesellschaft das ist vielleicht nicht so gesehen worden, denn ich hatte einen guten Job als Architekt und die Gesellschaft hat mich sicherlich als erfolgreichen Architekten gesehen. But I always had an inner question. Aber in mir gab es immer eine Frage. And this inner question took me in the end of a long adventure, took me to stand in front of Osho Rajneesh. Und diese Frage hat mich auf eine lange Reise geführt und auch dahin, dass ich vor Osho Rajneesh landete.
And when I was there, I realized that in that environment with that master, I could probably get the answer to my question. Und als ich dort war, in diesem Ashram vom Osho, habe ich gespürt, dass ich genau hier die Frage auf meine Antwort bekommen kann, die Antwort auf meine Frage bekommen kann. Even though at that time I was a completely mindy, conditioned robot. Obwohl ich in diesem Moment völlig in meinem Verstand war und völlig als konditionierter Roboter umherlief. Then I went on a long journey for 15 years, surrendered to Osho. Und dann ging ich auf eine lange Reise für 15 Jahre und habe mich Osho ganz hingegeben. Towards the end of that journey, I came into contact with Ramana Maharshi. Und gegen Ende dieser Reise bin ich in Kontakt mit Ramana Maharshi gekommen. He came to me through a photograph. Er ist in mein Leben getreten durch ein Foto. And when I went to visit Papaji, who also came to me somehow accidentally, it was never a plan. Und als ich dann schließlich Papaji traf, den ich auch zufällig begegnet bin, da gab es auch keinen Plan. I found this same photograph on the wall behind Papaji. Da fand ich das genau gleiche Foto an der Wand hinter ihm. So in the last 5 years I've met now these great masters, 16 of them. Also in den letzten 5 Jahren habe ich diese großartigen Meister getroffen, 16 an der Zahl. So somehow existence has put me in a deep meeting with 18 masters from India. Also irgendwie hat die Existenz mich dorthin gebracht, dass ich 18 indische Meister sehr tief begegnet bin. I also met, of course, other Indian masters who I didn't interview. Natürlich habe ich außerdem noch andere indische Meister getroffen, die ich nicht interviewt habe. Kann ich da direkt was fragen? Was hast du das spontan gemacht oder wusstest du immer direkt, wen du interviewen willst und wen nicht? Was that spontaneously? Did you always know in the very beginning whom you wanted to interview and whom not? No, I had no idea. Nein, ich hatte keine Vorstellung. It was just as if it was happening. It was as if I was taken to different masters. Nein, das war mehr so, als ob das alles so geschieht, als ob ich zu ihnen sozusagen hingeführt werde. I made my own decision. Is this person interesting? Is not interesting? Ich habe schon meine eigene Entscheidung getroffen. In dem Sinne, ist dieser Mensch interessant oder nicht? But I was open to be taken basically to anybody. Aber im Grunde war ich offen dafür, jedem zu begegnen. And for example, the last person who went into the book is called Sam Darshi, and we met him this year when we were on the beach in Goa polishing the book just before it went to the printer. Und zum Beispiel den Sam Darshi, den haben wir erst getroffen, als wir schon dabei waren, das Buch für den Druck vorzubereiten. Und das hat in Indien im Goa am Strand stattgefunden. Und dann haben wir dort das Interview mit ihm geführt. And he was there on the beach doing his own retreat. Und er war gerade dort und gab dort am Strand sein eigenes Retreat. I'd heard of him before. Ich hatte vorher schon mal von ihm gehört. And I included him because he was a second disciple from Osho Rajneesh. Und ich habe ihn deshalb in das Projekt aufgenommen, weil er ein zweiter Schüler von Osho war. But it was also a kind of accident. Aber irgendwie war das Ganze auch zufällig. I would like to go back to what I was saying, because there's something I didn't finish saying, which I feel is quite important for me. Ich würde da gerne nochmal auf was zurückkommen, was mir wichtig ist zu sagen. Besides all these Indian masters, I've also met many Western masters. Also neben diesen indischen Meistern habe ich auch viele westliche Meister getroffen. Many of them even are friends of mine. I've known them for 20 or 30 years. Einige von ihnen sind sogar meine Freunde. Ich kenne sie seit 20, 30 Jahren. Recently, for example, I connected with Paul Lowe and Michael Barnett, who were two of the main disciples from Osho. Western disciples from Osho. Vor kurzem zum Beispiel bin ich in Kontakt gekommen mit Michael Barnett. Und who was the other? Paul Lowe. Und Paul Lowe. Und beide kenne ich von Osho her. Sie waren westliche Schüler von ihm. So I haven't limited myself to strictly Advaita Vedanta masters, but I've been open to anybody I felt was interesting. Ich habe mich also nicht beschränkt auf Advaita-Lehrer, sondern habe mich jedem geöffnet, der gelehrt hat, der interessant erschien.
And in the last months, I've been actively interviewing Western masters because I'm planning a second book of Western masters. Und in den letzten Monaten habe ich aktiv westliche Lehrer interviewt, denn ich plane ein zweites Buch über westliche Meister. So recently I've interviewed Gangaji, Eli Jackson Bear, Isaac Shapiro and so on. Ich habe also kürzlich Gangaji, Eli Jackson Bear und Isaac Shapiro interviewt. So somehow I've had a deep intimate contact with something like even about 40 or 50 masters in my life. Also in meinem Leben habe ich einen tiefen, intensiven Kontakt mit bestimmt 30, 40 Meistern gehabt. And I guess in some way I would have to admit to actively seeking them out. Und ich könnte zugeben, dass ich sie aktiv ausgesucht habe. Not for what they're saying. Und zwar nicht dafür, was sie sagen. Because actually they're all basically saying something pretty much similar, if not exactly the same. Denn im Grunde sagen sie ja doch etwas sehr Ähnliches, wenn nicht sogar das Gleiche. But they're just wonderful human beings. Aber es sind einfach wunderbare menschliche Wesen. And hanging out with them even for two or three hours. Und mit ihnen Zeit zu verbringen, sogar wenn es nur zwei, drei Stunden sind. Has given my life a depth and a beauty that I think wouldn't have happened otherwise. Und ihnen zu begegnen hat meinem Leben eine Tiefe und eine Schönheit gegeben, die sonst nicht geschehen wäre. So what I can say now, sitting here this afternoon, also was ich jetzt sagen kann, hier am Nachmittag, wo ich hier sitze, is that if you start asking me these 12 questions, ist, wenn du anfangen würdest, mir diese 12 Fragen zu stellen, I can't imagine anything would be personal to Premananda. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwas Persönliches von Premananda da rauskommen könnte. The only personal thing would be it comes through Premananda's mouth. Das einzige Persönliche wäre, dass es halt durch meinen Mund rauskommen würde. And it's very interesting because this feels very strong right now this afternoon. Und das ist wirklich interessant, denn gerade heute Nachmittag fühlt sich das sehr stark an. In fact, in the last period, ich würde sogar sagen in der letzten Zeit, I've in fact felt myself very much in some very deep and beautiful process. Spüre ich, dass in der letzten Zeit ein sehr tiefer und schöner Prozess vorgeht. It's almost as if I'm being massaged by all these different beautiful beings and all their beautiful wisdom. Das ist fast so, als ob ich so eine Massage bekomme von all diesen schönen Wesen und ihren Lehren. But it has left me feeling not very grounded in what would be Premananda's teaching. Aber das führt auch dazu, dass ich mich nicht sehr geerdet fühle in etwas, das man Premanandas Lehre nennen könnte. So in fact last Friday I announced publicly, also am letzten Freitag habe ich öffentlich verkündet, that I wouldn't teach next year, dass ich nächstes Jahr nicht lehren möchte. Well, I would teach, but I wouldn't travel. Naja, ich werde schon lehren, aber ich möchte nicht reisen. And I would give myself a lot of time next year to write books and to paint pictures, which is two personal things I enjoy a lot. Und ich möchte mir nächstes Jahr Zeit geben, zu malen und Bücher zu schreiben. Das sind zwei Dinge, die ich sehr gerne mag. And continue to develop this community. Und ich möchte gerne weiter diese Gemeinschaft hier entwickeln. And just let things settle down a bit inside. Und ich möchte gerne die Dinge im Inneren sich setzen lassen. I've always felt incredibly guided or touched. Ich habe mich immer sehr geführt und auch sehr berührt gefühlt. I've never really been somebody with enormous neurotic problems. Ich bin nie jemand gewesen, der große neurotische Probleme hatte. I was never abused by my parents. Ich bin nie von meinen Eltern schlecht behandelt worden. I seem to have made a very good choice, and so actually I love my parents, and it feels as if they gave me a wonderful beginning in my life. Ich scheine eine gute Wahl getroffen zu haben, und ich habe eine gute Zeit mit meinen Eltern gehabt und bin sehr dankbar. And so actually I've always had a good time. Das heißt also, ich habe immer eine gute Zeit gehabt in meinem Leben. In fact, I would have to admit that I have a good time almost all the time. Ich würde fast sagen, dass ich fast immer eine gute Zeit habe. Even when things are happening which I don't particularly want to be happening. Sogar wenn Dinge geschehen, die ich nicht gerade mag.
like just half an hour ago, somebody I love very much has just left our community in a big drama. Zum Beispiel vor nur einer halben Stunde ist jemand, den ich sehr liebe, aus dieser Gemeinschaft weggegangen und es gab ein großes Drama darüber. Yesterday evening I was in a beautiful bathhouse soaking in the sauna. Und gestern Abend war ich in einem schönen Badehaus und war in der Sauna. So I would probably choose that rather than being in the drama of this person leaving the community. Also wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich mir sicherlich eher das aussuchen, als dieses Drama zu erleben, dass jemand diese Gemeinschaft hier verlässt. But the ground inside me, aber die Basis in mir, is not really touched by one or the other. Wird weder von dem einen noch von dem anderen wirklich berührt. When I was making these interviews with the different Indian masters, als ich diese Interviews mit den verschiedenen indischen Meistern geführt habe, what came through many times, particularly with the Vedanta masters, was da oft durchgekommen ist, besonders mit den Vedanta Meistern, is that they don't really have a teaching. Ist, dass sie nicht wirklich eine Lehre haben. Like I'm saying, I've kind of come to the same point. Wie ich sage, dass ich auch an diesen Punkt gekommen bin. They see themselves as part of a lineage. Sehen sie sich selbst als Teil einer Linie? Where they're passing on the ancient wisdom. Wo sie die alte Weisheit weitergeben. So there's nothing really personal in it. Es gibt da also nicht wirklich etwas Persönliches darin. I can't say that I'm part of, you know, this traditional lineage. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Teil dieser Tradition bin. But in somehow I could say that I am definitely just a messenger for this wisdom. Und doch spüre ich mich ganz klar als Botschafter dieser Weisheit. And maybe 5% is personally from Premananda. Und vielleicht sind da 5% Anteil persönlich von Premananda. But really, almost everything is simply coming through as a message. Aber beinahe fast alles kommt einfach so als Botschaft durch. And so when you now ask me, well, would you like to answer these 12 questions? Wenn du mich also jetzt fragst, würdest du gerne diese 12 Fragen beantworten? My answer is basically no. Das ist meine Antwort, im Grunde nein. Because it I don't have any answers. Denn irgendwie habe ich keine Antworten. And any answers that I would offer, und jede Antwort, die ich anbieten würde, would be somehow a combination of all the many blueprints or the many teachings or the many messages I've got from all these 40 or 50 masters. Denn das, was ich jetzt sagen könnte, wäre mehr eine Mischung aus all diesen Antworten mit den 40 Meistern, denen ich begegnet bin. So right now my sense is that this project speaks for itself. Also gerade jetzt ist mein Gefühl, dass dieses Projekt für sich selbst spricht. What I could say that I find very interesting, was ich sagen könnte, was sehr interessant ist, I've now watched the film for 20 or 30 times. Den Film habe ich jetzt wahrscheinlich 20, 30 Mal gesehen. This film has something very interesting passing through it. Bei diesem Film scheint etwas sehr Interessantes hindurch. This is a 90-minute film. Der Film ist ja 90 Minuten lang. But it's been cut from probably 50 or 60 hours of interviews and film materials of the masters. Aber er wurde wahrscheinlich zusammengeschnitten aus circa 50 bis 60 Stunden Interview und zusätzlichem Material. So it's kind of the cream. Der ist also ein bisschen wie die Schlagsahne. And when I watch this cream, und wenn ich mir diese Schlagsahne anschaue, I find that there is a kind of thread that passes through the film. Dann spüre ich da so einen gewissen Faden, der den Film durchläuft. It's not really personal. Und der ist nicht persönlich. It's almost as if this ancient wisdom is talking through the film. Das ist fast so, als ob diese alte Weisheit durch den Film hindurch spricht. And I think if I was now where I was 30 years ago, as somebody just beginning his spiritual journey, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich da stehe, wo ich vor 30 Jahren war, als jemand, der gerade auf die spirituelle
erst losgeht, then I think this film would be a wonderful initiation. Dann wäre dieser Film wie eine wunderbare Initiation. Because through this film you can feel this teaching. Denn durch diesen Film kannst du diese Lehre spüren. And I think this teaching that you feel is somehow this ancient wisdom making itself known. Und das, was man dann da spüren kann, diese Lehre, ist dieses alte Wissen. And whatever names you can put on the different masters, in the end it's something very impersonal. Und egal, wie du diese unterschiedlichen Meister dann bei Namen nennst, das, was durchkommt, ist etwas Unpersönliches. And for this reason I feel like saying no, I don't want to, if you like, give my answers. Und aus dem Grunde würde ich sowas sagen wie nein, meine Antwort möchte ich jetzt nicht geben. And in a way my answer, denn meine Antwort is that I've actioned this kind of inner message I got already about 18 years ago, ist, dass ich diese innere Botschaft, die ich vor 18 Jahren bekommen habe, in Handlung umgesetzt habe. Which was somehow telling me to go out, meet these masters and get them on film. Und diese Botschaft lautete ja, zieh los, treffe diese Meister und filme sie. And inside me there is a sort of feeling like, okay, I did that. Und in mir gibt's jetzt so ein Gefühl von, ja, gut, das habe ich getan. Now I can retire. Jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen. And people can take this material. Und Menschen können dieses Material nehmen. And use it to go on their own investigations, their own journey. Und die Menschen können das nehmen und losziehen und ihre eigenen Erforschungen und ihre eigene Reise machen. We've shown this film now to groups of say 20 people in a retreat situation. Wir haben diesen Film in verschiedenen Situationen gezeigt, zum Beispiel 20 Leuten in einer Retreat-Situation. Last week in Copenhagen I showed it in a public situation to an audience mostly of spiritual people, about 60 or 70 people. Letzte Woche habe ich in Kopenhagen gezeigt, da waren 60 bis 70 Zuschauer, hauptsächlich spirituelle Menschen. And the sense I have is that this is deeply touching people. Und das Gefühl, das ich bekomme, ist, dass dieser Film die Menschen tief berührt. And I believe what's touching them is this almost invisible thread that runs through the film. Und was ich glaube, was sie berührt, ist dieser unsichtbare Faden, der den Film durchzieht. Which is somehow what I would call the ancient wisdom. Und den würde ich irgendwie die alte Weisheit nennen. For me it's a bit like looking at a Leonardo da Vinci painting. Für mich ist das ein bisschen so, als ob man ein Gemälde von Leonardo da Vinci anschaut. Or looking at a sculpture from Michelangelo. Oder als ob man sich eine Skulptur von Michelangelo ansieht. When I stand in front of some great artwork, wenn ich vor einem solch großen Kunstwerk stehe, something is touched inside. Dann wird etwas in mir berührt. It's words like beauty. Man könnte dafür ein Wort benutzen wie Schönheit. But actually this beauty is deeper than beauty. Aber diese Schönheit ist ja tiefer als Schönheit. It's not just beauty as a aesthetic, as a colors or forms. It's not like that. Da ist nicht so was wie Schönheit wie die Ästhetik, die Farben und die Formen. It's much more deep. Die ist viel, viel tiefer. And so I would say when you stand in front of a great artwork, then actually truth is touching you. Also was ich spüre ist, wenn du vor einem wirklich großen Kunstwerk stehst, dann wirst du von der Wahrheit berührt. Mich würde noch weiter interessieren, die Begegnung mit den verschiedenen Meistern. Für dich? Ja, I'm even more interested in the meeting with the masters. What did happen personally for you? Hast du die Stille in den Menschen wahrgenommen und gleichzeitig das Individuelle, das Unterschiedliche? Could you perceive the silence in these people and at the same time the personal feeling? Actually, I met most of these masters in fun. Ich muss sagen, die meisten dieser Begegnungen haben in Spaß stattgefunden. It was like fun. Es
Ganze hat einfach Spaß gemacht. You see, we could play together. Irgendwie haben wir miteinander gespielt. You may have seen on the film one or two moments like that. Vielleicht hast du in dem Film so ein, zwei Momente wahrgenommen. For example, when I take students to visit, when I go with students to visit Tuli Baba, which I've done for the last three or four years. Wenn ich zum Beispiel mit einer Gruppe von Schülern zu Tuli Baba gehe, was in den letzten zwei, drei Jahren immer geschehen ist. I would always bow down in front of him in the beginning. Dann habe ich mich am Anfang immer vor ihm verbeugt. And he always hits me. Und jedes Mal schlägt er mich. And this hit is saying something like. Und dieser Schlag, der sagt irgendwie etwas wie. I told you not to bring people here. Ich habe dir doch gesagt, du sollst keine Leute herbringen. You come every year with a whole bus full of people. Und jedes Jahr kommst du mit einem ganzen Bus voller Menschen her. And I really enjoy your visits. Und ich finde es ganz toll, dass du kommst. For example, you know. So in this way we meet. Auf dieser Ebene treffen wir uns. Of course I'm aware of their inner stillness. Natürlich spüre ich ihre innere Stille. And so on. Und so weiter. And I love to hear them talking about truth. Und ich liebe es zu hören, wie sie über die Wahrheit sprechen. But I never, on a personal level, I never went to them to get a teaching. Aber auf persönlicher Ebene bin ich nie dorthin gegangen, um eine Lehre zu erhalten. I went to Osho, my first teacher, to get a teaching. Zu meinem ersten Lehrer, zu Osho, bin ich gegangen, um eine Lehre zu bekommen. And then later I went to Papaji and got a teaching. Und später bin ich dann bei Papaji gewesen. Und habe dort eine Lehre bekommen. And somehow that was enough. Und irgendwie war das genug. And after that, it's allowed me to meet the masters simply playfully. Und danach war es für mich möglich, diese Lehrer einfach spielerisch zu treffen. And I think they could feel that. Und ich glaube, das können sie spüren. And so they were very open. Und deshalb waren sie alle sehr offen. For example, you can see me on the film laughing with Ajah. Zum Beispiel kann man im Film sehen, wie ich zusammen mit Ajah lache. I have a friend, a Western friend, who goes to see Ajah sometimes. Ich habe einen Freund im Westen, der Ajah manchmal trifft. He was completely shocked at the access that Ajah offered us. Der war völlig geschockt darüber, wie verfügbar Ajah für uns war. He told me, well, actually, Ajah nearly always sends everybody away or tells them to go and meditate in the meditation room. Und dann sagt er, normalerweise schickt Ajah die Leute wieder weg oder schickt sie in den Meditationsraum. But when we visited, he would give us long hours of dialoguing. Aber wenn wir ihn besucht haben, hat er uns viele Stunden von Gespräch geschenkt. Then he would get us singing to him. Und dann hat er sich gewünscht, dass wir für ihn singen. And even dancing. Und manchmal haben wir sogar mit ihm getanzt. There's a beautiful moment on the film when he's dancing with us. Es gibt in dem Film einen wunderschönen Moment, wo er mit uns getanzt hat. This 89-year-old man. Dass dieser 89-jährige Mann. Dancing with us. Und tanzt mit uns. Totally beautiful. Das ist einfach wunderschön. And I think sometimes spiritual people are a little serious. Und manchmal habe ich das Gefühl, spirituelle Menschen sind ein bisschen ernst. Because at the end of all the teachings. Denn am Ende all dieser Lehren. There's still life to lead. Da gibt's doch immer noch das Leben zu leben. And so for me, this means. Joy, it means fun, it means love. Das bedeutet für mich Spaß, Freude und das bedeutet für mich Liebe.